Dr. Wimmer. Wissen ist die beste Medizin. In unseren Gelenken sorgt eine glatte Knorpelschicht dafür, dass Knochen nicht auf Knochen reibt. Die Gelenkschleimhaut sondert Gelenkschmiere ab. Und die hat drei wichtige Funktionen. Sie sorgt dafür, dass der Knorpel gut geölt ist. Sie enthält Fresszellen, die den Abrieb beseitigen. Und sie versorgt den Knorpel mit Nährstoffen. Das hilft ihm, sich immer wieder zu regenerieren. Arthrose entsteht, wenn der Knorpel kaputt geht. Dann reibt Knochen auf Knochen. Das kann Entzündungen auslösen und es tut weh, weil die Knochenhaut schmerzempfindlich ist. Starkes Übergewicht verdoppelt das Arthrose-Risiko. Hüftprothesen-OPs sind dann über 10 Jahre früher nötig als bei Normalgewichtigen. Bei der Knieprothese ist das noch krasser. Übergewichtige brauchen diese durchschnittlich 13 Jahre eher.